Der Mord fällt aus. Wenn er stattfinden würde, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay, also wir werden rausfinden, was es mit dem Namen auf sich hat danach. Ich weiß das auch nicht. Das ist eine lustige Herausforderung an uns alle. So, diese Herausforderung wird euch präsentiert. Zum einen von Christoph und von Mike, kennt ihr vielleicht, Kontext Open Music Contest. Sollte euch allen bekannt sein. Meinert Starostik. Meiner Starostik hat schon einen Riesen gefällt oder einen Feind zermalmt, vernichtet, nämlich vom Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht. Ja, ein mehr als richtiger Applaus dafür. Genau, Holger ist vom Fach, Holger ist Musikwissenschaftler und genau, und jetzt bitte ich Mike loszulegen. Okay, ein bisschen ausrichten. Hört ihr mich? Sehr gut. Ein bisschen schade, dass wir jetzt den Tor-Talk selbst nicht hören können, weil er zeitgleich in einem anderen Raum stattfindet. Bis vor 2 Wochen ungefähr sind wir davon ausgegangen, dass wir hier einen Lightning-Talk halten. Dann zeichnete sich langsam ab, dass wir ein bisschen mehr reden sollen und jetzt sind wir hier in Saal 1. Das wissen wir erst seit ein paar Tagen. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir unsere Weihnachten verbracht haben und was unsere Verwandtschaft davon gehalten hat. Dies ist also kein Lightning-Talk und deswegen haben wir die Möglichkeit, am Anfang auch noch einen kleinen Exkurs zu machen, der allerdings auch anknüpft an die Dinge, die ihr schon in einigen anderen Talks gehört habt, besonders gestern, fing schon in der Keynote an, und zwar Menschenrechte. Das ist nicht wirklich weit weg von dem Thema. Ich mache dann gleich noch die Biegung. Wenn von Menschenrechten die Rede ist, dann wird im Allgemeinen auf die allgemeine Menschenrechtserklärung der UN abgezielt. Die wird dann immer genannt. Von 1948 war eine Reaktion auf das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und sollte halt verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Das Dumme an der Zeit war, dass gerade der Kalte Krieg anfing und sich die Ost- und Westmächte nicht so richtig einigen konnten, welche Menschenrechte denn nun unbedingt völkerrechtlich verbindlich festgelegt werden sollten. Der Westen wollte mehr die bürgerlich-politischen Rechte in den Vordergrund stellen und der Osten mehr die sozial-kulturellen Rechte. Das ist ja im Prinzip eine Teilung, die wir, wenn wir die Medien verfolgen, heute immer noch so ein bisschen nachspüren. Und weil diese erste Menschenrechtserklärung völkerrechtlich nicht verbindlich war, sondern einfach nur eine Erklärung ist, die keine rechtliche Auswirkung hat, hat man dann in fast 20-jähriger Kleinarbeit zusätzlich noch völkerrechtliche Verträge ausformuliert, in denen diese Menschenrechte, die in der allgemeinen Erklärung drin sind, dann eben völkerrechtlich verbindlich nochmal abgehalten wurden. Und wegen der Teilung in die Ost- und Westmächte sind dabei 2 verschiedene Verträge rausgekommen. Einmal der Sozialpakt für die der Zivilpakt für die bürgerlichen Rechte und der Sozialpakt für die sozial-kulturellen Rechte, die man halt getrennt voneinander unterschreiben und ratifizieren kann. Die sind, wie gesagt, völkerrechtlich verbindlich. Und ganz wichtig bei Menschenrechten ist, dass sie universell und unteilbar sind. Das heißt, allein aus der Tatsache, dass ich ein Mensch bin, genieße ich alle diese Rechte. Ich habe die alle, ohne dass theoretisch erstmal überhaupt irgendein Staat dafür einstehen muss. Das ist die Universalität und unteilbar heißt, es gibt keine Hierarchie zwischen diesen Rechten. Alle Rechte sind gleich wichtig und alle Rechte müssen in vollem Umfang jedem Menschen gewährt werden. Man sieht an dem Ratifikationsstatus dieser Rechte, dass die Ost-West-Teilung immer noch so ein bisschen spürbar ist, wenn man sich anschaut, dass die USA bis heute nur den Zivilpakt und China nur den Sozialpakt ratifiziert haben und die Bundesrepublik Deutschland seit 1973 an beide Pakte gebunden ist. Und das ist nur eine kurze Auswahl aus den Rechten. Es gibt sehr viel mehr Menschenrechte, als man spontan erstmal meint. Da gehe ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen drauf ein, das wäre ein eigener Talk. Relevant für diesen Talk ist die Tatsache, dass im Sozialpakt, in dem unter anderem auch zum Beispiel gleiches Geld für gleiche Arbeit als Menschenrecht festgelegt ist, könnte man ja mal weiterreichen nach Berlin, auch das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben als Menschenrecht verbrieft ist und auch das Urheberrecht. Das wird da nicht Urheberrecht genannt, aber das, was dort drin steht, ist im Prinzip das, was man als Urheberrecht kennt. Und wir haben dann diesen Artikel 15, in dem diese beiden Rechte drinstehen, als Grundlage genommen für die Gründung eines gemeinnützigen Vereines, den Open Music Contest Org e.V., weil unserer Meinung nach freie Kultur eigentlich nur entstehen kann, wenn man so etwas wie die Menschenrechte auch als Grundlage annimmt und versucht zu befördern. So,
Kommen wir also zum eigentlichen Thema, das C3S-Projekt. Und da übergebe ich gleich mal an Meinert Starostek, der euch ein bisschen was über die Grundlagen und Ziele von unserem Vorhaben erzählt. Ja, was will C3S eigentlich? C3S will eine Verwertungsgesellschaft machen. Ist das nicht langweilig? Hört sich so an, ist es aber vielleicht doch nicht. Das hoffen wir zumindest am Ende dieses Vortrages dargestellt zu haben. Es gibt 12 Verwertungsgesellschaften bereits in Deutschland und die bekannteste davon ist die GEMA. Ich muss hier eben mal gucken. Der da? Ah ja, jetzt habe ich ihn. Die GEMA und die GVL, das sind die beiden Verwertungsgesellschaften, die am bekanntesten sind. Die GEMA nimmt im Wesentlichen die Rechte der Komponisten wahr und die Rechte auf Vervielfältigung, auf mechanische Vervielfältigung, so heißt es im Namen der GEMA. Das kommt noch aus der Zeit, als Tonträger auf Schellack gepresst wurden. Die GEMA ist, um mal eine Größenvorstellung zu geben, ein Unternehmen, was ungefähr 860 Millionen im Jahr an Vergütungen kassiert für die Urheber. Und die GVL ist im Wesentlichen dazu da, die Verwertungsrechte der aufführenden Künstler wahrzunehmen, wenn ihre Aufführungen im Radio, im Fernsehen oder sonst wie öffentlich gespielt werden. Die GVL ist so in der Größenordnung nochmal von 260 Millionen Umsatz. Reine Rechte, also da gehen praktisch nur noch die Verwaltungskosten ab und der Rest soll an die Urheber gehen. Und da liegt schon das erste Problem, das die meisten mit der GEMA haben. Was ist nämlich das Problem mit der GEMA, die ja jetzt so ins Gerede gekommen ist wegen der drastischen Erhöhung ihrer Tarife? Die GEMA hat zunächst ein strukturelles Problem in ihrer eigenen Organisation. Das besteht darin, dass nur 5% der Mitglieder überhaupt bestimmberechtigt sind. Also die GEMA hat einen ganz drastischen Demokratiedefizit, in dem nämlich nur die höchsten Umsätze machen, auch tatsächlich stimmberechtigt sind als GEMA-Mitglieder, während die anderen nur das bekommen können aus dem Verteilungsschlüssel, den die Großverdiener in der GEMA festgelegt haben. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass nicht die eigentlichen Urheber, sondern die Verlage und Rechtsnachfolger eine relativ starke Stellung in der GEMA haben. Und das Ganze begünstigt eben Demokratiedefizite und Intransparenz in der GEMA. Das sind die beiden Hauptvorwürfe, die heute der GEMA gemacht werden. Wir als C3S haben aber auch programmatische Differenzen mit der GEMA. Nämlich die GEMA liefert keine Unterstützung für freie Kultur. Das ist bereits im GEMA-Brief 59 2006 dargestellt in zwei weiteren Stellungnahmen. Die GEMA verlangt vielmehr von dem Urheber, dass er mit ihr einen Wahrnehmungsvertrag abschließt über sein gesamtes Repertoire. Während C3S sich vorstellt, dass die Urheber selber bestimmen sollen, welches Werk sie uns zum Inkasso geben und welches sie nicht zum Inkasso geben. Und jeweils, wie die einzelne Lizenz ausgestaltet sein soll, ob bestimmte Dinge zum freien Gebrauch übertragen werden oder ob grundsätzlich, so wie bei der GEMA, höchstmöglich kassiert werden soll. Und deshalb wegen dieser Probleme innerhalb der GEMA fühlt sich eine wachsende Zahl von Urheberinnen nicht vertreten. Das war im Grunde genommen die Ausgangssituation dafür, dass C3S im letzten Jahr auch eine starke Presse hatte und in der Öffentlichkeit vermehrt wahrgenommen wurde. Ein Wort noch zur GEMA, weil dieses Wort häufig verwendet wird in der Öffentlichkeit, das wollte ich kurz vom Juristischen her erklären, das ist die sogenannte GEMA-Vermutung. Die GEMA-Vermutung hat zwei Facetten. Das eine ist eine gesetzliche Regelung im § 13c Urheberwahrnehmungsgesetz, das ist das Gesetz, was die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften regelt. Keine Angst, wir wollen nicht den ganzen fürchterlichen Text dort lesen, sondern ich nehme das raus, was wichtig ist. Da steht nämlich drin, wenn die Verwertungsgesellschaft einen bestimmten Vergütungsanspruch geltend macht, so wird vermutet, dass sie die Rechte aller Berechtigten wahrnimmt. Das gilt aber nur, wenn nur eine Verwertungsgesellschaft da ist.
Das ist die gesetzliche GEMA-Vermutung. Die gilt für Vermietungsrechte, die gilt für die Speicherabgabe, die gilt für die Kopiererabgabe und für die gleichgestellten Rechte der Tonträgerhersteller und der Filmhersteller. Sie sagt, im Grunde genommen ist nur eine Verwertungsgesellschaft da, dann wird vermutet, dass sie alle Berechtigten vertritt. Daneben gibt es aber noch eine viel weitreichendere GEMA-Vermutung und die ist von der Rechtsprechung eingeführt worden. Das ist ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und damit auch aller Zivilgerichte und die besagt, dass die GEMA die Rechte an einem weltweiten Repertoire in der Tanz- und Unterhaltungsmusik wahrnimmt und das heißt, wenn irgendeine Disco oder bei irgendeiner öffentlichen Aufführung Musik gespielt wird, dann wird angenommen, dass die GEMA die Rechte an dieser Musik vertritt und dass sie kassieren kann. Das ist die eigentliche GEMA-Vermutung, wenn man von GEMA-Vermutung spricht. Das ist ein Konstrukt der Rechtsprechung. Dazu muss man aber wissen, dass der BGH bereits in dieser Rechtsprechung, in der zweiten, die ich zitiert habe, BGH NJW 86, na komm schon, also die zweite da oben, ganz deutlich gesagt hat, dass diese GEMA-Vermutung nur dann gilt, wenn die GEMA ein tatsächliches Monopol in dem Bereich hat. Das war auch in 1986 schon so, dass bei einer neuen Technik, die aufgetreten war, nämlich Videokassetten für einen Privatgebrauch, dass die GEMA da gar kein Monopol hatte an der Musik und da hat der BGH gesagt, da hat sie dieses Monopol nicht. Jedenfalls, wenn jetzt eine weitere Verwertungsgesellschaft käme, dann würde dieses GEMA-Monopol auch fallen. Das Eklige an dem GEMA-Monopol ist, wer GEMA-freie Musik spielt, ja, der muss nachweisen, dass sie GEMA-frei ist. Und das ist häufig schwierig und führt zu einer als ungerecht empfundenen Lage bei der Wahrnehmung von Verwertungsrechten. So viel zum rechtlichen Rahmen dessen, was C3S will. Und jetzt kann ich wieder an Mike übergeben. Dankeschön. Ja, die Probleme haben wir jetzt sozusagen erläutert und jetzt können wir uns überlegen, was man machen kann, um diese Probleme zu beheben. Erste Option wäre, man könnte gesetzliche Grundlagen ändern, damit so etwas nicht länger möglich ist. Problem, was wir daran sehen, ist, abgesehen von der Tatsache, dass wir selbst die Gesetze nicht einfach ändern können, dass Gesetzesänderungen in der Regel sehr langwierige Verfahren sind, gerade wenn man so etwas Großes wie das Urheberrecht nochmal aufschraubt. Und es ist auch relativ unsicher, was am Ende dabei rauskommt, weil man sich ja ausrechnet, kann. Wenn das Urheberrecht neu verhandelt wird, dann sind wir nicht die Einzigen, die vortragen, wie wir es gerne hätten, sondern alle betroffenen Interessengruppen schmeißen dann ihre Lobbyarbeit an und in den letzten Urheberrechtsnovellen ist ja jetzt auch nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei bei rausgekommen. Außerdem finden wir, dass das Problem im Prinzip nicht unbedingt ein rechtliches ist, sondern dass es eher an mangelnder Organisation der Künstlerinnen selbst mangelt und darin begründet ist und dass man an der Stelle vielleicht eher ansetzen sollte. Und die Spielräume, die man hat, um Gesetze zu ändern, sind auch gar nicht so weit, wie das häufig in den Diskussionen der Anschein hat. Es wird von verschiedenen Seiten zum Beispiel gefordert, dass die urheberrechtliche Schutzfrist viel stärker gekürzt werden sollte nach dem Tod. Sie gilt ja in Deutschland bis 75 Jahre nach dem Tod. Es gibt zum Beispiel die Berner Übereinkunft, das ist auch ein völkerrechtlich bindender Vertrag, an den über 160 Staaten gebunden sind, der den urheberrechtlichen Schutz bis mindestens 50 Jahre nach dem Tod feststellt. Schreibt. Also wenn man daran etwas ändern will, dann müsste man gleich wieder auf internationaler Ebene arbeiten und dann kommen wir wieder am ersten Punkt an, das wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Die zweite Option, die man hätte, wäre, dass man tatsächlich versucht, die GEMA selbst zu verändern, indem man beispielsweise massenhaft Mitglied wird und dann versucht, innerhalb der GEMA Reformen anzustoßen. Problem da haben wir gerade schon gesehen, wenn nur die 5%, die am meisten Umsatz machen, diejenigen sind, die bestimmen, was die GEMA tut, ist dieses Konstrukt relativ immun gegen Reformen von innen. Reformen von außen würde heißen, man muss in die Arbeit, in die Interne eines Vereins eingreifen, denn die GEMA ist ein wirtschaftlicher Verein und keine staatliche Stelle oder etwas Ähnliches. Finden wir auch nicht so besonders günstig, so einen Präzedenzfall zu schaffen, dass von staatlicher Seite geregelt wird, wie sich ein Verein selbst organisiert. Und durch eine GEMA-Änderung selbst würde auch das Monopol der GEMA nicht beseitigt werden, sondern quasi auch einfach nur weiter bestärkt, wo wir dann davon ausgehen, dass wir nur warten müssten, bis die nächsten Probleme auftauchen. Der dritte Weg, und das ist der, den wir jetzt gerade gehen, ist quasi, wir können Konkurrenz erzeugen.
Dabei haben wir selbst in der Hand, mit welchem Tempo wir vorgehen und in welche Richtung das Ganze sich bewegt. Und das ist im Prinzip ein Hack an dem bestehenden System, wenn man eine neue Verwertungsgesellschaft hinzufügt, bei dem wir einfach das benutzen, was uns der Rechtsrahmen und unsere Möglichkeiten einfach jetzt schon bieten. Wir wollen halt in dieser Verwertungsgesellschaft vollen Support für Creative Commons Lizenzen und später auch weitere freie Lizenzen. Das Ganze soll von Anfang an als europäisches Projekt starten. Wir wollen eine europäische Genossenschaft gründen, die dann diese Verwertungsgesellschaft sein soll. Genossenschaft heißt mehr oder weniger automatisch, dass das Ganze demokratisch strukturiert ist, weil dort vom Gesetzes her jedes Mitglied eine Stimme hat, egal wie hoch der Anteil an der Genossenschaft ist. Und selbstverständlich wollen wir die Verwaltung und die Abrechnung technisch gesehen auf die Höhe der Zeit bringen. Was muss man machen, wenn man sich selbst eine Verwertungsgesellschaft basteln will? Ist gar nicht so kompliziert, zumindest von dem Ablauf der Schritte her. Natürlich braucht man erstmal ein Konzept. Wer soll vertreten werden? Welche Rechte will man vertreten? Was möchte man für eine Rechtsform haben und so weiter? Dann muss man in der Rechtsform, für die man sich entschieden hat, erstmal eine Körperschaft gründen. In unserem Fall eben die Europäische Genossenschaft. Gegebenenfalls das entsprechende Gründungskapital, was man dafür braucht, erstmal aufbringen. Bei unserem Projekt sind das mindestens 30.000 Euro. Im nächsten Schritt muss man durch die Wahrnehmungsverträge, die man da mit den Mitgliedern abschließt, halt auch tatsächliches Repertoire sammeln, das eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung hat. Und wenn man dieses Repertoire hat, diese Verträge abgeschlossen hat, dann kann man beim Deutschen Patent- und Markenamt, was die Staatsaufsicht über Verwertungsgesellschaften in Deutschland hat, einen Antrag stellen, dass man als Verwertungsgesellschaft arbeiten darf. Und die prüfen dann, ob die Satzung mit dem Gesetz konform geht, ob der Vorstand zuverlässig arbeitet. Dafür muss man unter anderem polizeiliches Führungszeug ist der Klasse O vorlegen, der gesamte Vorstand, das ist für die Vorlage bei Ämtern und Behörden. Da steht dann ein bisschen mehr drin, wahrscheinlich, dass wir hier heute einen Vortrag gehalten haben am Ende. Und man muss halt nachweisen, dass man tatsächlich wirtschaftliches, relevantes Material hat, dass dieser ganze Apparat wirtschaftlich arbeiten kann, sodass am Ende den Mitgliedern auch wirklich was ausgeschüttet werden kann. Und ganz zum Schluss wird das Ganze im Bundesanzeiger bekannt gemacht und dann ist man quasi am Ziel angekommen. Das ist die Strecke, die vor uns liegt. Kommen wir zum Titel der Veranstaltung. Wo ist dieses Projekt, das wir hier machen, politisch einzuordnen? Politisch insbesondere im Rahmen der Urheberrechtsdebatte. Wenn man sich die Urheberrechtsdiskussion, die ja schon seit längerem läuft, einfach mal von ihren Extrempunkten her anguckt, dann haben wir auf der einen Seite das, was man vielleicht die Revolutionäre nennen könnte, die am liebsten vom Urheberrecht bis hin zu den Verwertungsgesellschaften alles abschaffen würden und den freien Zugang auf alles wollen. Am anderen Ende hätten wir das, was wir jetzt mal hier die Oligarchen nennen, denen das Urheberrecht so wie es ist noch nicht scharf genug ist, die an der GEMA eventuell mit Reformen einverstanden wären, aber ansonsten an dem ganzen Verwertungsgesellschaftssystem nichts ändern wollen. Und wir stehen quasi mehr oder weniger in der Mitte. Wir brauchen keine Gesetzesänderung. Das Urheberrecht kann unserer Meinung nach für diese Zwecke auf jeden Fall einfach so bleiben, wie es ist. Der GEMA wollen wir eine neue Alternative daneben stellen, um quasi über die Konkurrenz was an den Problemen zu ändern. Wir sehen allerdings inzwischen auch durch die ganzen Gespräche, die wir mit vielen anderen Leuten über die letzten 2,5 Jahre geführt haben, dass es auch in ganz vielen anderen Verwertungsgesellschaften, die nicht so bekannt sind, relativ großen Reformbedarf gibt. Dann schauen wir mal zurück, was wir 2012 alles so gemacht haben. Für die Öffentlichkeit wahrnehmbar hat das Jahr 2012 erst im Mai begonnen. Da sind wir nämlich mit einer Informations-Homepage ins Netz gegangen. Seitdem kann man uns auch flattern und Spenden abgeben, was besonders für Veranstaltungen für diese sehr gut ist, weil wir nämlich sonst immer die Fahrtkosten überall, wo wir hinfahren, selbst tragen müssen. Und man kann Newsletter abonnieren und uns über diverse Social-Media-Kanäle verfolgen. Wir hatten, als wir die Seite gestartet haben, das Ziel, dass wir bis zum Jahresende über diese verschiedenen Kanäle 1.000 Leute erreichen wollen, die unser Projekt regelmäßig verfolgen. Und wir haben das jetzt vor ein paar Tagen uns mal angeguckt und haben dieses Ziel auf jeden Fall locker übertroffen. Es gibt stetiges Interesse auf jeden Fall an dem, was wir tun, und das finden wir natürlich großartig.
kommt noch mehr. Sehr wichtig ist natürlich, dass wir überhaupt darüber informieren, was wir machen. Unser Ansatz ist ja, dass wir schon den gesamten Gründungsprozess öffentlich stattfinden lassen und nicht in Hinterzimmern, damit hinterher Leute sagen, was ist denn da jetzt plötzlich entstanden? Wir haben relativ viele Meldungen in diversen einschlägigen Blogs und Foren und Portalen im Internet gehabt. Golem.de hat uns schon zur Nemesis der GEMA erklärt. In den Printmedien gab es auch reichlich Berichterstattung über das Projekt, und das heißt nicht nur, dass wir so mal eben am Rande mit erwähnt wurden, sondern dass wir zum Teil hier ganze Doppelseiten, wie zum Beispiel für eine Titelstory in der Jungle World und sogar eine Doppelseite in der Wirtschaftswoche bekommen haben, wo wir halt ausführlich auch erklären konnten, was wir vorhaben. Beim Rundfunk sieht es ähnlich aus. Die wichtigste Rundfunkinstanz, das Chaos Radio, hat uns gleich zweimal zum Interview gebeten, und auch die anderen Öffentlich-Rechtlichen standen dem nicht nach, bis hin zu kleinen lokalen Radiostationen wie Unerhört Marburg oder Berlin FM. Im Marburger. Und zu unserer großen Überraschung bestand das Spreading the Word nicht nur aus den Medien, auf die wir gebaut haben, sondern interessanterweise hat die GEMA selbst tatsächlich über uns berichtet, und zwar in einem auch sehr ausführlichen und sehr neutralen Bericht für ihre Mitglieder, und ich finde, das ist eigentlich auch ein Applaus wert. Und wir waren auf einer ganzen Reihe von Konferenzen, Podiumsdiskussionen, haben eine ganze Reihe von Einzelgesprächen geführt mit verschiedenen Leuten, die an entscheidenden Positionen sitzen. Das können wir jetzt natürlich nicht alles zusammenfassen, und das ist auch nur eine Auswahl. Man sieht, wir sind wirklich relativ viel unterwegs gewesen und ganz schön rumgekommen, bis hin nach Schweden. Und das ist auch einer der Punkte, das sage ich gleich mal, wofür wir halt auch auf Spenden angewiesen sind. Denn wir bezahlen wirklich alles aus eigener Tasche, und nicht jede von diesen Veranstaltungen übernimmt die Reisekosten, die Hotelkosten und manchmal noch nicht mal den Eintritt zur Veranstaltung. Da freuen wir uns natürlich wirklich über alles, was kommt, auch wenn es noch so klein ist. Die wichtigsten Veranstaltungen für uns waren aber die, die wir selbst durchgeführt haben. Und das war zum ersten unser allererstes Barcamp, was wir in Berlin im September gemacht haben. Und dazu wird euch jetzt Holger kurz was erzählen. Ja, wenn man uns überlegt, wenn man schon einmal so eine riesen Bühne hat, dann muss man die auch irgendwie nutzen. Das weiß man ja als Musiker. Deshalb laufen wir ein bisschen Strecke heute. Was haben wir an eigenen Veranstaltungen gemacht in 2012? Wir haben ein Barcamp gemacht in Berlin Anfang September und haben das finanziert über ein Crowdfunding, das wir erfolgreich abschließen konnten. Wir haben um 2.000 Euro gebeten. Die haben wir auch, wie ihr seht, leicht overfunded bekommen mit 2.500 Euro. Wir hatten 80 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet an einem Tag zusammen im Supermarkt in Berlin. Und was da passiert ist, dafür haben wir euch mal einen kleinen Film gemacht. Premiere heute. Genau, der ist gerade erst fertig geschnitten. Ist auch noch nicht der Final Cut. Also viel Spaß. Hallo, ich bin Danny Bruder, ich bin Musiker, Musikproduzent und Mitinhaber eines Labels. Feedback Records, ein offenes Label, und bin heute hier, weil ich bin zum Team der C3S gestoßen, weil ich die Idee einer neuen Verwertungsgesellschaft in Deutschland und natürlich auch europaweit für eine sehr gute halte. Mein Name ist Inga Klavis, ich bin Clustermanagerin der Musikwirtschaft Mannheim und Region, das heißt, ich bin Wirtschaftsförderin für die Musikwirtschaft, und ich bin auch selber Musikerin, Sängerin bei der Band My Baby Wants Future Pussy. Ich war selber 14 Jahre Mitglied in der GEMA und bin dort ausgetreten oder musste dort austreten, weil ich eben Creative Commons Lizenzen für meine Musik verwende, und die GEMA mir damals sagte, ja, wenn sie das machen wollen, dann müssen sie halt austreten, und ich seitdem halt quasi keine Einnahmen mehr habe, außer natürlich live Musik zu machen, aber ich bekomme halt keinerlei Tantiemen mehr für Radioaufführungen oder für Verkäufe oder überhaupt für Herstellung von Tonträgern und so weiter, und
Das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ich mich erst von meinen Einnahmen verabschieden muss, damit ich freie Lizenzen verwenden kann. Und daher muss eine Alternative zur GEMA her. Also es muss eine andere Verwertungsgesellschaft geben. Das ist ganz wichtig. Ich heiße Lucy van Ork. Ich bin unsäglichen Zeiten, ich bin ja schon alt, ich bin gestern 41 geworden, mache ich Musik. Ich habe mal in den Mitte der 90er sehr kommerziell erfolgreich Musik gemacht mit einer Band, die hieß Lucy Electric, die hatten einen großen Hit, der hieß, weil ich ein Mädchen bin. Habe vorher Musik gemacht, mache jetzt immer noch Musik, bin auch Autorin, deswegen auch Urheberin, ansonsten Bassistin, was bin ich denn noch, Schauspielerin ab und zu mal, aber und habe aber auch zum Beispiel eine Plattenfirma und Musikverlag, das heißt, ich bin eigentlich quasi gleichermaßen Urheber wie Verwerter und deshalb ganz doll interessiert an einer neuen Verwertungsgesellschaft, die das alles ein bisschen moderner angeht. Ich bin sehr wütend, weil ich tatsächlich finde, dass in Deutschland eine große Unterscheidung gemacht wird zwischen Kunst und Kunst und ich muss leider sagen, auch zu Recht, weil es eine gewisse Art Kunstsparte gibt, die sich ihrer Wertigkeit sehr bewusst ist und eine andere Art Kunstsparte gibt, ich nenne sie mal die Jetztzeitkultur, die sich vollkommen unter Wert verkauft, die eigene Bedeutung nicht kennt, die sich den Po wund arbeitet und dafür eigentlich kaum etwas verlangt und ich finde, dass sich das ändern muss. Volker Grasmuck, ich bin Mediensoziologe an der Leuphana Universität Lüneburg. Und habe mich ziemlich lange mit Urheberrecht beschäftigt und seit 2002, 2003 habe ich das Projekt, was wir damals die Kulturflatrate genannt haben, was inzwischen umbenannt worden ist, in Tauschlizenz verfolgt, also in Forschung, aber auch im Aktivismus in die Urheberrechtsdebatte getragen. Also was mich frohen Mutes macht, ist, dass man hier tatsächlich hingehen konnte und dass Einwände gehört wurden, dass wirklich versucht wird, etwas Neues zu machen, etwas Faireres zu machen, etwas Transparentes zu machen, was funktionieren kann. Ich bin auch mit Zahlen teilweise konfrontiert worden, zum Beispiel von sowas wie der Lehrmedienabgabe, die mir in der Größenordnung noch gar nicht bewusst waren, wo ich dachte, mein Gott, wo bleiben diese Gelder eigentlich, wo sind die? Und ich gehe hier ganz frohen Mutes raus, dass ich denke, vielleicht, wenn es wirklich weiter so funktioniert, dass die Leute, die am Ende quasi davon profitieren sollen, nämlich die denen so eine Verwertungsgesellschaft was bringt, und zwar sowohl die Urheber als auch die Verwerter, die mit dieser Gesellschaft arbeiten, die auch arbeiten wollen, dass man da wirklich Lösungen finden kann, die neu sind und die funktionieren. Die GEMA braucht endlich eine Konkurrenz. Es geht darum, dass es unglaublich viel kleinteilige Künstler gibt, die von der GEMA nicht vernünftig repräsentiert werden. Wir sprechen über den Creative Commons Bereich und da muss endlich was passieren. Deswegen unterstützen wir natürlich ganz, ganz stark die Gründung der C3S. Ich wusste gar nicht, dass das heute hier stattfindet. Ich hatte vom C3S gehört, aber und gehe hier richtig euphorisiert raus und denke, boah Mann, vielleicht könnte das ja klappen. Das wäre so schön, das wäre toll. Wenn wir mit vor allen Dingen Musikern über dieses Modell gesprochen haben, uns erklärt haben, worum es geht, waren Menschen immer sehr hellhörig. Dann kam unweigerlich die Frage, ja, wer soll das dann abwickeln? Und dann war die Antwort, ja, das sind die bestehenden Verwertungsgesellschaften für Musik, eben GEMA und GVL. Und dann haben die Leute die Hände hochgeworfen und gesagt, nee, okay, das geht gar nicht. Also da gab es immer so eine argumentative Leerstelle. Wir brauchen eine Alternative, wir brauchen eine Reform in den bestehenden Verwertungsgesellschaften. Und genau da hinein hat sich die C3S-Initiative gegründet. Also ganz persönlich wichtig ist mir zum einen die Gleichheit aller Mitglieder. Also so ein komisches Zeug mit Angeschlossenen und Anwärtern darauf und ordentlichen Mitgliedern und so weiter, das darf einfach nicht passieren, dass 6.000 Leute über die Finanzen von 63.000 Leuten entscheiden. Das geht einfach nicht. Die Transparenz ist mir wahnsinnig wichtig, dass eben wirklich klar ist, wo gehen die Gelder hin, wer verwaltet die, was passiert da, dass es nicht so ist, dass man, so wie es jetzt ist, quasi extra ein Computerprogramm dafür entwickeln muss, was es einem möglich macht, diese GEMA-Abrechnungen zu prüfen oder so. Die Technologie erlaubt das private Kopieren von urheberrechtlich geschützten Werken, also machen Menschen das auch massenhaft.
Damals ist diskutiert worden, dass man ganz tief in die Privatsphäre hineingreifen sollte, um zu gucken, was Menschen zu Hause an Werken kopieren, auf Tonbandgeräte, damit ging es los. Das ist aber in einer Grundgesetzabwägung abgelehnt worden, das könne man so nicht machen. Also ist eben dieses Modell des Erlaubens und Vergütens entstanden. Ich glaube, dass die Künstler gar nicht wissen, was sie wirklich von einer Verwertungsgesellschaft wollen. Ich glaube, dass man Künstlern auch erzählen muss, was sie von einer Verwertungsgesellschaft erwarten dürfen und auch erwarten müssen. Und ich glaube, was auch politisch und gesellschaftlich auch akzeptiert oder erkannt werden muss, ist, dass Kultur und Wirtschaft gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Weil momentan ist die Lage eigentlich so, dass die meisten Kunstschaffenden zwar unter kulturellen Gesichtspunkten zu sehen sind, weil sie vielleicht ihren Lebensunterhalt nicht mit dem bestreiten können, was sie tun. Aber sie betreiben als wahrscheinlich größte Masse überhaupt Wirtschaftsförderung für die eigene Wirtschaft, indem sie nämlich alles das bezahlen, was mit dem sie arbeiten. Also das heißt, sie bezahlen von Produzenten, von Presswerk, von Tonstudio, von Manager, von Booker, also alles das, was noch hinten dran hängt, wird de facto größtenteils momentan von den Künstlern finanziert. Das heißt, sie sind der größte Antrieb der Branche und der Wirtschaft, für die sie arbeiten, unter einem kulturellen Deckmäntelchen, aber de facto ist es so. Gut, wie gesagt, ich muss zum Beispiel für meine CDs immer GEMA-Abgabe bezahlen, von der ich nur einen Bruchteil wiedersehe, obwohl es mein Urheberrecht ist, was ich da wahrgenommen bekomme. Und das ist einfach total idiotisch, das ist schildbürgerhaft, ja, wie das im Moment passiert. Und mir ist es natürlich auch wichtig, dass ich Sachen verschenken kann, dass ich eben weiter Dinge unter Creative Commons veröffentlichen kann. Dass es nicht so wie jetzt ist, dass ich sage, ich kann nicht Sachen irgendwie als für einen Benefiz irgendwie komponieren und die da singen. Das darf ich nicht. Da mache ich mich strafbar, weil ich einen GEMA-Vertrag unterschrieben habe. Ich fände es toll, ich weiß nicht, ob man das verwaltungsmäßig hinkriegt, wenn es möglich wäre, das abhängig zu machen, zu sagen, ich darf mein Urheberrecht, wenn es Sachen sind, die ich geschrieben habe, ich darf die auch mal wem schenken. Also wenn der Tag sich dem Ende neigt, wird natürlich jeder Musiker nach der anfänglichen Euphorie immer fragen, und wo bleibt jetzt das Geld? Also es geht hier im Endeffekt um die Verwertungsrechte. Es geht darum, dass in einer zunehmend trägerlosen Gesellschaft von Immaterialgütern Urheber Wege finden müssen, um eben Geld zu verdienen, Honorierung zu bekommen. Und genau da muss natürlich die C3S jetzt relativ zügig auch Konzepte entwickeln. Aber ich bin vollkommen überzeugt, dass da genügend Manpower da ist, um genau diese Klippen auch hinzubekommen und zu umschiffen. Und deswegen, ich denke mal, in so ein, zwei Jahren wird das Ganze so weit entwickelt sein, dass die C3S wahrscheinlich kaum noch Promotion braucht, weil einfach jeder von sich aus als Musiker dort unterschreiben wird. Selbstverständlich soll die Technologie, die hier zusammengeführt wird, wir wollen nicht das Rad neu erfinden, sondern erstmal gucken, wo wir Bestandteile bereits vorfinden, auf die wir aufbauen können. Aber da wird sicherlich auch Technologie zu entwickeln sein. Selbstverständlich soll das freie Software sein, die hinterher weiter zu verwenden ist. Auch wo Datenbanken entstehen von Werken, von Metadaten, möglicherweise von Audio-Fingerprints, die es uns erlauben, Werke in der freien Wildbahn zu identifizieren. Auch da ist völlig klar, dass hier offene Schnittstellen, offene APIs vorgesehen sein sollen, um diese Werkdaten dann auch in anderen Bereichen weiter zu nutzen. Also wenn ich mir vorstelle, wie toll das wäre, wenn ich also Konzerte veranstalte mit einem geringen Umsatz, ja, und ich habe da so und so viel Einnahmen, könnte ich auch selber zu meiner Verlegerin gehen, die toll ist, und sagen, du, liebe Doro, wir haben so und so viel eingenommen, das sind deine so und so viel Prozent Verlagsanteil, den Rest teilen wir uns unter uns auf und gut ist. Ja. Stattdessen muss ich aber muss das halt den Weg über die Meldung bei der GEMA gehen, das geht dann wieder zurück, dann schüttet die GEMA den Verlagsanteil beim Verlag aus Reibungsverlust heißt das, glaube ich, ne? Wenn man energiemäßig das irgendwie so beschreiben würde. Und diese Reibungsverluste ein bisschen zu mindern, fände ich auch sehr schön. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Transparenz. Also wenn wir uns Verwertungsgesellschaften, klassische Verwertungsgesellschaften wie GEMA anschauen, dann haben wir an der Stelle, wo eingezahlt werden, Intransparenz, und an der Stelle, wo ausgeschüttet wird, also dem Urheber ausgeschüttet wird, Intransparenz. Der ganze Kasten als solches
ist kaum nachvollziehbar. Und da geht es vor allem darum, dass diese Demokratisierung, diese Transparenz, dieses Offenlegen von Strukturen und dieses Etablieren von Verwertungsschlüsseln dann letztendlich auch dazu führt, dass mehr Verteilungsgerechtigkeit existiert. Und das ist der wesentliche Punkt, Verteilungsgerechtigkeit. Gestaltet werden sollte sie, glaube ich, genauso, wie es auch schon geplant ist, nämlich sehr demokratisch, das heißt mit viel Mitbestimmung, das heißt die Künstler müssen sich selber auch engagieren, müssen auch teilhaben und auch teilnehmen. Also wenn die CDS tatsächlich fairer, gerechter, transparenter und mit weniger Reibungsverlust arbeitet, dann sind das schon 4 Argumente, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich am Anfang das Konzept über Mai kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, schön, dass es euch gibt, viel Spaß beim Sterben. Weil ich tatsächlich auch die GEMA als solchen immensen Riesen empfunden habe, gegen den man eigentlich zwar mit viel Idealismus anstänkern wollen möchte, aber bis man das alles wirklich nachgebildet hat, was die GEMA hat, gehen wahrscheinlich Jahrzehnte ins Land. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gedacht, dass dieses Denken totaler Quatsch ist, weil wer nicht versucht, wird niemals gewinnen. Und ich glaube, dass es allein schon, dass es diese Initiative gibt, was verändern kann und anders wird sich nichts verändern. Ja, danke. Also das ist ein kleiner Einblick in das Barcamp und ich glaube, zwei Sachen kann man ganz gut sehen. Zum einen, dass wir Leute, die wirklich Interesse an unserer Arbeit haben, sind viel Musiker, die sich auch selber managen, die viele Rollen wahrnehmen. Und das sind halt auch gerade die, die in dem langen Schwanz, im Longtail sozusagen der GEMA stecken oder da gar nicht drin sind und die auch im bestehenden System bislang immer marginal behandelt wurden. Und das Zweite, was man sehen kann, ist, dass es sich wirklich lohnt, diesen Prozess als Beteiligungsprozess zu machen. Denn auch wir lernen jedes Mal eine Menge, in jedem Gespräch, in jeder Diskussion, ganz viel auch in dem Barcamp, wenn die Einwände und Praxisberichte von verschiedenen Seiten sozusagen uns erreichen. Ein Effekt, den das Barcamp hatte, über den wir sehr froh sind, es hat sich ein kleiner Schwarm gebildet, wie wir das nennen, der sozusagen über eine Mailingliste organisiert wird und der für alle, auch für Hörer hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmgeräten, die Möglichkeit bietet, sozusagen bei uns punktuell einzusteigen. Wir hauen da Fragen rein, wir fragen, wer einzelne Aufgaben übernehmen mag. Und das ist sozusagen, hat sich eine Form entwickelt daraus, lose, ohne gleich beim Kernteam mit ganz viel Verantwortung dabei zu sein, bei uns mitgestalten zu können. Darüber hinaus, der Schwarm hat zum Beispiel unseren ersten Flyer gestaltet, hat Meetups organisiert in verschiedenen Städten. Wer Interesse hat, kommt einfach zu unserem Stand nach der Präsentation oder direkt zu uns hier. Wir würden uns freuen. Ja, jetzt gebe ich ab an Meinhard. Wir hatten nämlich auch ein Gespräch beim Patent- und Markenamt, das sehr spannend war. Ja, im Gefolge der Diskussion über das Projekt C3S kam es im Mai 2012 zu einem Brief an Mike. Nach der SIGINT wunderte sich Mike, warum er Post vom Deutschen Patent- und Markenamt kriegte. Was hat er denn damit zu tun? Er hat doch gar kein Patent angemeldet und eine Marke hat er auch nicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist zuständig als Aufsichtsbehörde über Verwertungsgesellschaften. Verwertungsgesellschaft, das habe ich am Anfang noch nicht gesagt, ist eine Gesellschaft, die Nutzungsrechte für Urheber, für mehrere Urheber vergibt und die Entgelte, die es dafür gibt, im Namen der Urheber kassiert und dann nach Abzug ihrer eigenen Kosten an die Urheber weiter verteilt. Bei der GEMA sind das zum Beispiel 15%, also ein Kostensatz, der eigentlich angemessen ist. Jedenfalls, da diese Verwertungsgesellschaften ja im Grunde genommen treuhänderisch Gelder für andere einnehmen, nämlich für die Urheber, gibt es eine Staatsaufsicht darüber, damit diese Gelder nicht verschwinden, damit sichergestellt ist, dass die Verwertungsgesellschaften die im Gesetz vorgesehenen Aufgaben erfüllen. Und für diese Staatsaufsicht ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig. Und die haben nun gehört von dem Projekt C3S und fragten bei Mike an, wie weit das denn sei und ob die C3S vielleicht schon tätig wäre als Verwertungsgesellschaft. Das geht nämlich rechtlich nicht.
Das ist nicht erlaubt. Und Verträge, die C3S abgeschlossen hätte, wären sogar unwirksam nach einer Änderung des Urheberwahrnehmungsgesetzes. So kam dann im November ein Gespräch beim Deutschen Patent- und Markenamt zustande, in dem wir unser Projekt vorgestellt haben. Das verlief sehr offen und konstruktiv. Und wir konnten nochmal darstellen, dass auch wenn so ein bisschen der Aufhänger für die Wahrnehmung von C3S die aktuelle Kritik an der GEMA ist, es ja eigentlich nicht darum geht, die GEMA zu bekämpfen, sondern eher in dem sich diversifizierenden Markt die Lücken zu besetzen, die nicht abgedeckt werden, und die Interessen der Urheber wahrzunehmen, die sich in der GEMA nicht so wohlfühlen. Also es geht eigentlich eher um eine Erweiterung der Möglichkeiten als um einen tatsächlichen Konkurrenzkampf. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal betonen. Im Deutschen Patent- und Markenamt hat man nun nicht so oft mit der Gründung von Verwertungsgesellschaften zu tun. Es gibt, wie gesagt, 12 Stück und im Musikbereich schon ziemlich lange nur eine. Und deshalb ist das für so eine Behörde auch etwas Neues. Und eine Genossenschaft als Verwertungsgesellschaft hatten sie noch nie. Man wird da also auch drüber nachdenken müssen, was entsprechend der Rechtsform der Genossenschaft da an rechtlichen Anforderungen noch zu treffen ist. Und eine europäische Genossenschaft hatten sie schon noch gar nicht. Jedenfalls sind die Anforderungen an das, was wir tun, vor allen Dingen, dass wir einen Businessplan darlegen müssen, dass wir darlegen müssen, dass wir die Vergütungen für die Urheber auch effektiv abrechnen können, dass wir eine wirksame Kontrolle an den Markt bringen und dass wir sicherstellen, dass eben die Gelder auch weitergeleitet werden. Das ist ja die Rolle der Staatsaufsicht. Das haben wir als Hausaufgaben mit nach Hause genommen. Und wenn es denn dazu kommt, dass wir in diesem Jahr einen Zulassungsantrag stellen, werden wir also noch viel Arbeit leisten müssen und vor allen Dingen auch Geld aufbringen müssen, um die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit dieses Projektes zu sichern. Das sollte reichen für den Bericht über das Gespräch mit der DPMA, und ich übergebe wieder an Osnabrück. Danke, danke. Wir müssen ein bisschen reinhauen. Deshalb mal ganz schnell, unsere zweite Veranstaltung in diesem Jahr war in Osnabrück. Das hat praktische Gründe, da komme ich her. Dort haben wir eine Veranstaltung gemacht, als Experiment die drei Formen in eins zusammenfasste. Wir haben Vortrag und Diskussion gemacht. Da waren ungefähr so 25 Leute. Dann haben wir ein Konzert gemacht mit Creative Commons lizenzierter Musik. Das war, wir wollten endlich auch mal Musik präsentieren, darum geht es ja. Und hatten auch sehr viel Spaß. Es war ein schöner Abend. Und wir haben einen Hackathon gemacht, weil wir das Projekt, ja, wie soll denn jetzt die Software aussehen, mal nach vorne treiben wollen. Und dazu übergebe ich jetzt an Christoph. Ja, danke. Also zuerst mal, wir haben nicht direkt die Alternative programmiert. Es hat nicht hingehauen in der Nacht. Wir haben uns damals für den Open Music Contest T-Shirts machen lassen mit diesem Aufdruck GEMA hacken. Wir haben damals nie gedacht, dass es jetzt so weit kommt, aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Okay, ich mache es ganz kurz. Was wir vorhaben, wird wahrscheinlich ein Pyramid-Dings, also in Python. Wer da mitmachen will, gerne melden. Wir machen damit den Kern, an dem man dann alles andere anflanschen kann, zum Beispiel über die API. Da könnt ihr gegenlassen laufen, was ihr möchtet. Ihr könnt euch im Moment auch noch wünschen, was ihr da gerne hättet, alles von der API. Wir überlegen gerade. Das Ganze muss natürlich internationalisierbar sein, also in vielen Sprachen verfügbar sein. Wir wollen, das hat der Volker Krasmuck eben schon gesagt, es freie Software sein lassen. Falls wir irgendwann schlecht werden, dann könnt ihr uns forken und das Ganze besser machen, oder ihr könnt uns halt einfach auch helfen. Ja, wir brauchen Tools, jede Menge. Wir brauchen Apps, also ihr könnt euch einbringen. Web-Apps machen wir wahrscheinlich selber. Könnt ihr aber auch machen. Das muss für alle möglichen Personenkreise benutzbar sein, für DJs, für Radiostationen, für Content-Provider und so weiter. Wenn euch noch was einfällt, kommt vorbei. Gerade müssen wir also uns überlegen, wie das Datenmodell aussehen soll. Was sammeln wir für Daten? Welche brauchen wir? Wofür? Das hier hat übrigens der Sebastian mal gemacht. Der sitzt da unten. Willst du mal aufstehen? Also wir sammeln gerade Anwendungsfälle und modellieren lustig rum. Das hier hat der Markus gebaut. Der tanzt heute leider auf einer anderen Hochzeit, ist aber morgen da.
Wir hätten gerne für alle Software Tests und machen auch Continuous Integration, das heißt, wir wollen Fehler ausschließen dadurch, dass wir die ganze Zeit testen. Also selbst wenn vorne einer rumschraubt, wollen wir wissen, dass noch alles funktioniert. Ja, wir hätten gerne Feedback, mehr Beteiligung, Leute, die sich das angucken, Leute, die nachforschen, was wir vielleicht sonst noch brauchen, was wir falsch machen. Wir hätten auch gerne ein bisschen Hilfe in Form von Admins. Wir wollen nämlich nicht mehr alles selber machen. Ja, meldet euch einfach. Also da steht jetzt auch Liquid Feedback, Adhocracy, Wiki Argument. Also wir wollen ja durchaus auch Mitbestimmung haben, aber sogar ein WordPress-Admin kann uns helfen. Redmine fällt mir übrigens auch noch ein. Ja, wir suchen Freiwillige. Es ist ein Community-Projekt, bitte mitmachen. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr machen wollt. Also schickt uns auch Code, was auch immer. Dankeschön. Durch die ganze Medienarbeit und diverse Demonstrationen hat sich inzwischen auch die Politik eingemischt. Man kann ja wirklich fast kein kleines Fest mehr feiern, weil man sich dumm und dämlich bezahlt. Da hat gesagt die Kanzlerin auf einem CDU-Parteitag. Also man wundert sich teilweise wirklich, dass das Ganze wirklich aus allen Fraktionen kommt. Also wenn man über die Landtage geht, wir sind jetzt direkt vom Landtag Schleswig-Holstein um eine Stellungnahme zu der ganzen GEMA-Debatte gebeten worden. Im Januar sind wir im Landtag NRW als, das ist was für Maha, als Experten eingeladen. Und wir haben auch in diversen anderen Bundesländern die ersten Gespräche aufgenommen auf Landesebene. Also da passiert jetzt langsam auch tatsächlich auf der politischen Bühne ordentlich was. Und der ganze Rest, auf den wir jetzt hier nicht weiter eingehen können, den haben wir hier auf dieser Folie versammelt. Dazu gehören unter anderem sogar direkt Angebote von Anwälten und Ähnlichem, die direkt schon für uns anfangen wollen zu arbeiten. Aber wir sind ja noch nicht mal gegründet, also können wir auch niemanden einstellen. Und Get Digital verkauft erstes Merchandising von uns, das finden wir auch ganz großartig. Na? Also, die Vorarbeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Dann kommen wir zu einem Ausblick auf 2013. Dazu sagt Holger noch mal ganz kurz was und dann sind wir auch langsam durch. Ja. Gut, um es ganz kurz zu machen, es klang ja schon beim Fahrplan an, also was anliegt, ganz klar im kommenden Jahr ist die Gründung der Genossenschaft. Die Satzung zusammenzuschrauben hat sich als viel komplizierter erwiesen als gedacht. Es ist noch nie eine Verwertungsgesellschaft als Genossenschaft gegründet worden, obwohl wir das als das naheliegendste Modell empfinden. Da wollen wir das wasserdicht absichern und dann auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte die Genossenschaft gründen. Wir suchen also Genossenschaftler, wer immer sich bereit erklärt dafür, würde uns freuen. Wir brauchen 30.000 Euro Gründungskapital. Wir müssen Fördertöpfe finden, weil, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, die Leute sollen Werkverträge uns Werke geben. Wir müssen aber erst diesen Genehmigungsprozess haben. Wir müssen die Software bauen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Startphase von mindestens 2 Jahren, in der wir arbeiten müssen, ohne wirklich Rechte wahrnehmen zu können. Das heißt, wir brauchen Fördergelder. Wir brauchen allein schon, um zu Reisen spenden, hat Mike erwähnt. Wir sind nach wie vor komplett Grassroots-Projekt und auch nicht so die Fördertopfjäger, das müssen wir jetzt lernen. Infrastruktursoftware, Kleinigkeiten, große Reise nach Texas zu South by Southwest, davon versprechen wir uns eine stärkere Anbindung an die amerikanische Szene. Wir arbeiten an einem Infofilm, auch mit dem Schwarm zusammen. Wir müssen unser Projektmanagement erweitern. Faxseite für die Webseite, überhaupt Webseite, Webseite, Webseite. Und ja, es gibt da also viel zu tun. Und ja, dann sind wir hoffentlich bald hier und werden dann auch von euch auseinandergenommen und getestet. Dankeschön. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussionsrunde kommen, wollten wir noch so ein paar Blitzlichter geben, was wir so an relativ unerwartetem Feedback bekommen. Zum Verhängnis geworden ist uns zum Beispiel auf der Open Music Contest Seite die Stellungnahme, dass Lawrence Lessig, einer der Creative Commons Initiatoren, Schirmherr für den Open Music Contest war.
Daraus wurde dann in der Musikwoche schon die Google GEMA. Jetzt fragt man sich Lawrence Lessig, Google, wie geht das denn? Das ist ganz logisch, denn Lawrence Lessig hat irgendwann mal in Stanford von Google einen Lehrstuhl finanziert bekommen, ist dann Schirmherr beim Open Music Contest geworden und damit ist ja quasi die Finanzierung über den Open Music Contest an das C3S-Projekt von Google natürlich vollkommen nachvollziehbar. Außerdem ist die Schwiegermutter des Google-Gründers Vizepräsidentin im Aufsichtsrat von Creative Commons. Und diese Geschichte, die zieht inzwischen Kreise, das ist unglaublich. Und sehr gefreut hat uns auch, was die GEMA so vorhat mit uns. Also wir hatten nach Osnabrück hier den Bericht in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und da haben wir dann gelesen, dass die GEMA wahrscheinlich sogar unser Inkasso-Verfahren übernehmen wird. Schauen wir mal. Ja, zum Abschluss eine Folie, die ich immer habe, nochmal zurückführend auf die Menschenrechte. Auch die Einführung von Studiengebühren ist laut Sozialpakt ein Verstoß gegen Menschenrechte. Und damit sind wir soweit fertig. Vielen Dank. So, jetzt habt ihr leider nur noch 8 Minuten Fragen zu stellen. Begebt euch ans Mikrofon. Ich fange mal hier mit der 1 an und dann... Gibt es bereits irgendwelche Kontakte zum Laienchorwesen, also beispielsweise Deutscher Chorverband und Tochterverbände? Jetzt. Nein. Kurze Antwort, super. Bitte. Hallo. Aus dem Netz kamen 2 Fragen. Die erste ist, wird C3S auch eine Alternative für diese sogenannte VG Word? Und die zweite ist, richtet sich das Projekt auch an Video- und Multimedia-Produzenten oder nur an Musiker? Wir fangen jetzt erstmal mit der GEMA an, sozusagen. Das ist schon schwierig genug. Aber theoretisch sind die Creative Commons Lizenzen ja für alles Mögliche verwendbar, was urheberrechtlichen Schutz genießt. Das bedeutet, man kann sich vorstellen, dass man später das ganze Modell auch modular weiter spinnt, wenn halt das entsprechende Interesse da ist. Aber wir wollen halt erstmal überhaupt was an den Start kriegen, was funktioniert, und wenn das Ganze rund läuft, dann kann man überlegen, was man dann daraus noch weitermacht. Also im ersten Schritt auf jeden Fall nicht, aber ist schon im Hinterkopf, ja. Okay, ganz kurz zwischendurch, egal ob ihr jetzt kommt oder geht, tut es leise. Dankeschön. Nummer 3, bitte. Erstmal danke, dass ihr so viel Arbeit macht und finde ich sehr gut. Meine Frage, ihr habt ja schon angedeutet, dass ihr das Ganze eher auf europäischer Ebene seht. Habt ihr schon mit anderen Verwertungsgesellschaften aus anderen europäischen Ländern gesprochen oder habt ihr da schon Kontakt? Habt ihr schon mit Künstlern Kontakt? Also wie weit habt ihr da schon eure Fühler außerhalb Deutschlands ausgestreckt? Also wir haben noch außer direkt mit der GEMA noch mit keinen anderen Verwertungsgesellschaften irgendwelche offiziellen Gespräche geführt. Wir haben allerdings eine ganze Reihe von Kontakten auch ins europäische Ausland. Also wir müssen auch für die Gründung der Europäischen Genossenschaft zum Beispiel mindestens 2 Gründungsmitglieder in unterschiedlichen Ländern der EU haben. Das ist noch relativ einfach, also das schaffen wir auch locker. Hier an der 1 bitte. Ich habe ein kleines Henne-Ei-Problem im Kopf. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Es wirkt so, als ob ihr zur Gründung der Genossenschaft erstmal oder zur Anmeldung beim DPMA erstmal Leute vertreten müsst, damit ihr nachweisen könnt, dass ihr das tut. Die Verträge mit denen dürft ihr aber nicht schließen, solange ihr nicht gegründet seid. Habe ich das falsch verstanden? Kann das einer erklären? Ein bisschen. Also wir dürfen uns gründen, dann Verträge machen und es wird halt geprüft, ob da genug zusammengekommen ist, bis wir die Lizenz dann richtig bekommen und verwerten dürfen. Man kann die Verträge aufschiebend bedingt machen. Also wenn die Genehmigung erteilt wird, dann wird wahrgenommen. Hier an der 2 bitte. Vielen Dank mal für eure gute Arbeit. Das ist lange überfällig, dass mal jemand das macht, was ihr macht. Vielen Dank. Das Thema ist ja nicht erst 5 Jahre alt oder so, sondern so eher 10 bis 15 Jahre nach Brennerschock und Napster-Schock und so.
Habt ihr euch mal an die Linux-Audio-Szene gewendet? Also es gibt da zwei Mailinglisten, die für euch vielleicht interessant sind. Das ist einmal die Linux-Audio-User und einmal Linux-Audio-Developers. Also ich habe dich jetzt als Kontaktmann im Auge. Ich komme nachher vorbei und da gibt es auch Erfahrungen von, es gab vor mehreren Jahren mal so ein Projekt, was in irgendeinem Rahmenprogramm der EU gefördert wurde. Und wir ja, das klingt spannend. Vielen verbringen Dank. Mal eine Nacht miteinander oder so. Das finde ich geil. Sehr schön. Heute, vielleicht heute hier. Zwei Engel. Naja. Drei bitte. Hallo? Ja, ganz ähnliche Frage wie vorher. Gibt es in Österreich schon irgendwie eine kleine Gruppe, die sich irgendwie euch zugehörig fühlt und da was tut? Also ich kenne ein paar Hacker, die helfen, aber jetzt so von wegen Dependancegründen ist mir nichts bekannt. Aber wir haben dich da jetzt als Kontaktmann im Auge. Ja, also lokale Gruppen helfen, Meetups helfen, Schwarm hilft. Wir sind selber dabei, die Strukturen im laufenden Prozess zu entwickeln und zu erfinden. Manches läuft dann nicht immer rund, manches geht auch bei uns verloren, aber wir freuen uns und versuchen, möglichst viele Leute in diesen Prozess zu integrieren. Denn das ist der Weg, wie wir am schnellsten vorankommen. Ja, ganz schnell noch hier an der 4 und an der 2. Ganz kurze Frage zum Genossenschaftsmodell, um dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen. Wie kann man dann Genossenschaftsanteile kaufen, um das Ganze beim Starten zu unterstützen und vielleicht dann später wieder zurücklegen oder Anteilseigner bleiben? Ja, das ist einer der Knackpunkte, an denen wir gerade schrauben. Die europäische Genossenschaft ist nämlich auch deshalb interessant, weil man zwischen nutzenden Mitgliedern und investierenden Mitgliedern unterscheiden kann. Das heißt, wir können auch Mitglieder aufnehmen, die eben kein direktes wirtschaftliches Interesse haben, die aber die Arbeit der Genossenschaft unterstützen wollen. Und wie genau wir das regeln in Bezug auf die Notwendigkeit, dass wir zum Beispiel auch allen anderen Marktbeteiligten, die keine Urheber sind, Mitspracherechte an der Genossenschaft geben müssen, laut Gesetz. Wir aber sicherstellen wollen, dass die nicht zu viel Macht bekommen. Wie wir also da die Genossenschaftsstrukturmöglichkeiten und die gesetzlichen Anforderungen kurz schließen und gleichzeitig auch denen ermöglichen, Mitglied zu werden, die uns einfach nur unterstützen wollen, da sind wir noch am Schrauben. Aber das soll passieren. Deshalb auch ihr könnt investierende Mitglieder werden, hoffentlich am Ende. Ja, tut das. An der 2? Insbesondere in diesem Forum stellt sich auch die Frage nach einer Werkform, die jetzt zurzeit durch Verwertungsgesellschaften gar nicht vertreten ist, und zwar Software. Habt ihr da euch schon irgendwann mal was überlegt? Ansonsten nehmt das mal als Anmerkung mit. Aus gegebenem Anlass möchte ich auch darstellen, dass ich nicht als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Zu spät. Sag nochmal gerade deinen Namen. Wir wollen trotzdem ein Bier Bernd. Mit dir trinken. Danke, Bernd. Ihr kennt das Gesicht, ihr kennt seinen Namen. Alles klar. An der 2? Ich bin Genossenschaftlerin für die Taz, die Tageszeitung. Und das ist eine Genossenschaft, die ihr euch ganz bestimmt angucken könnt. Ja, ihr könnt mich als Ansprechpartnerin für einen Kontakt nehmen. Anke Domscheit-Berg, Anke.de auf Twitter. Für die Zeitung ist es nämlich genauso wichtig wie zum Beispiel für euch, dass diejenigen, die da eine Einlage tätigen, natürlich nicht in das Business reinreden, weil die ja unabhängige Journalisten sein wollen. Das heißt, da hat man das schon irgendwie hingekriegt, dass man einerseits Geld bekommt, die Anforderungen der Mitbestimmung für Genossenschaftlerinnen irgendwie gemanagt kriegt, aber trotzdem unabhängig bleibt. Ja, vielen Dank. Mir fällt gerade noch was ein, das haben wir jetzt aus dem Vortrag rausgeschmissen, aber da passt es gerade ganz gut hin. Es gibt noch so ein paar andere Brainfucks, die wir irgendwie lösen müssen. Also das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz schreibt zum Beispiel vor, dass in der Verwertungsgesellschaft auch Nichtmitglieder, die vertretungsberechtigt sind, irgendwie von der Verwertungsgesellschaft vertreten werden. Und die müssen auch irgendwie Einfluss nehmen können. Nach dem Genossenschaftsrecht ist es aber nicht möglich, Nichtmitgliedern irgendwelche Stimmrechte zu geben. Also müssen wir jetzt irgendwie eine Konstruktion finden, um Nichtmitglieder, die nicht stimmberechtigt sind, in der Genossenschaft stimmberechtigt zu machen. Und da kann man sich dann lustige Konstrukte überlegen, wie Vereine, die keine Mitglieder haben, aber Mitglied in der Genossenschaft sind, weil im Vereinsrecht ist es möglich. Und das sind halt, also man kann auch mit Gesetzen ganz schön kreativ sein und rumhacken, wenn man das muss. Ja, okay, vielen Dank. Vielen Dank für den hervorragenden Vortrag mit
erstaunlichen Wendungen wie Brainfucks oder heiße Nächte hier oder wunde Po's. Ja, ich danke euch allen, ich danke vor allem euch. Tschüss. Habt euch lieb. Ja, Müll mitnehmen. Müll mitnehmen. Wer geht Müll mitnehmen?